Hallo zusammen und willkommen zurück bei Valheim. Ja, in der letzten Folge haben wir ja endlich Knochenwanz besiegt und so schwer wie gedacht war es eigentlich gar nicht, aber es war trotzdem ein ziemlich intensiver Kampf und es hat schon Spaß gemacht. Ja, sitze jetzt gerade auf der Terrasse oder Veranda von meiner kleinen Farm. Ich habe hier nochmal zwischen den Folgen ein paar mehr Möhren angepflanzt. Hier hinten haben wir mehr Möhrensamen und vor allem Rüben. Ich will endlich diese Rübensuppe machen, weil die ist doch echt gut als Nahrung. Naja, wir haben auf jeden Fall die Trophäe abgegeben und dafür auch eine neue Fertigkeit bekommen, wie ihr unten seht, neben den Leben, Knochenwanst, irgendwas. Und wir haben natürlich die Wunschelrute. Und die würde ich heute ganz gerne mal ausprobieren. Die hat uns der Knochenwanst fallen lassen. Und ich nehme an, damit finden wir dann Eisen oder irgendwas im Gebirge. Und, Moment, da wir hier ja gleich ein Gebirge um die Ecke haben, gleich hier drüben im Dunkelwald, hier oben das nächste und hier auf der Insel nochmal eins, würde ich sagen, wir laufen jetzt hier erstmal hoch in die Berge und gucken, was wir finden. Ich bin echt mal gespannt. Das ist für mich komplettes Neuland. Ich habe mir auch schon mal hier von diesem Met des Frostwiderstands ein bisschen was gecraftet oder hergestellt im Fermentierer. Dafür brauchte man Disteln und noch ein bisschen anderes Zeug. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Können wir aber nachher gerne nochmal nachgucken. Naja, auf jeden Fall laufen wir hier jetzt erstmal hoch ins Gebirge. So weit ist es nicht. Wildschweine haben wir auch genug. Die Wildschweinzucht läuft super. So, hier geht schon ganz schön bergauf. Ich nehme an... Oh, guck mal, hallo. Ich nehme an, wir sehen auch gleich den ersten Schnee. Muss ich die Wünschelrute dann wohl jetzt schon aktivieren? Ich habe keine Ahnung, wie funktioniert das denn? Ich klicke mal auf die 8. Du spürst versteckte Objekte. Aber wie? Ich habe das Ding ja noch nicht mal in der Hand. Ach komm, hau mal ab. Wie funktioniert das jetzt? Lass mich mal in Ruhe, ich probiere es aus. Danke. So, jetzt sind wir ja hier im Schneegebiet. Irgendwie muss die Wünschelrute ja ausschlagen. Warte mal, vielleicht sollten wir uns so ein Ding hier reinziehen. Wie lange hält das? Ach, 10 Minuten. Perfekt. So, was passiert jetzt? Ist jetzt noch nichts. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich muss wahrscheinlich weiter in die Berge. Hier gibt es bestimmt auch wieder neue Gegner. Ach, guck mal, hier unten ist ein Dungeon. Ja, komm, den markieren wir uns mal kurz. Obwohl, Suttlingkerne und so weiter brauchen wir im Moment eigentlich nicht. Davon haben wir zu Hause so viele. Habe ich eigentlich mein Inventar habe ich aufgeräumt. Essen wir nochmal was. Also ich nehme echt an, wir müssen weiter in die Berge. Weiter hoch. Oh, da ist ein neuer Gegner. Ich wollte gerade sagen, oh, was ist das? Ein Wolf? Ein Wolf! Komm her. Macht er nichts mehr? Okay, was lässt der fallen? Nice. Wolfspelz, Wolfszahn. Fleisch. Okay, sehr geil. Auf jeden Fall können wir jetzt wieder neue Sachen craften. Ich wollte nämlich gerade sagen, wahrscheinlich erwarten uns hier oben in dem Schneegebiet auch wieder neue Gegner. Warte mal. Guck mal, der ist schon wieder betäubt. Also dieser Knüppel hier, ne, der ist echt super. Wie heißt das nochmal? Streitkolben. Aber pass mal auf, wir aktivieren mal die Kraft. Wie lange ist die aktiv? Oh, nur 5 Minuten. Okay. Ja, das war vielleicht eine kleine Verschwendung. Aber naja, so ist es. Also da geht es auf jeden Fall nicht hoch. Hier sieht so aus, als würde es weitergehen. Kriegt man von den Bäumen wohl auch neues Material? Komm her, was ist das denn? Eine Tanne. Ich glaube nicht, aber wir hauen sie trotzdem mal um. Ach, guck mal, auf einmal ist der Schnee weg. Sehr schön. Okay, das war alles nur normales Holz, ne? Und hier?
Auch. Okay. Tanne ist Tanne. Gut zu wissen. Oh, meine Güte, das ist aber ein hoher Berg. Gut. Oh, hallo, Wolf. Guck mal, die sind gleich betäubt. Ey, dieser Streitkolben ist super. Ich muss gleich mal, auch wenn wir nachher zu Hause sind, muss ich gleich mal gucken. Oh, wer bist du denn? Ach du Scheiße. Drachen. Die mögen auf jeden Fall kein Eisen. Den haben wir runtergeholt. Was hat der fallen lassen? Haben wir was? Gefrorene Drüse. Okay, nochmal neues Material. Da ist noch einer von den Kollegen. Daneben. Getroffen. Und tschüss. Nochmal so ein Teil. Ich bin echt mal gespannt. Oh, hallo, Wolf. Ich bin echt mal gespannt, was wir jetzt craften können. Also Wolfspelz finden wir hier ja genug. Aber hat diese Wünschelrute jetzt schon mal irgendwie ausgeschlagen? Obsidian vorkommen. Okay. Ah ja. Zu stabil. Ha! Da brauchen wir auch eine neue Spitzhacke. Aber pass mal auf, das markieren wir uns. Obsidian. Okay, geil. Also ich glaube, ich muss auf jeden Fall nochmal Eisen farmen gehen, damit wir vielleicht eine bessere Spitzhacke bauen können. Wer bist du? Das ist normaler Stein, ne? Guck mal, hier ist nochmal so ein Zeug. Okay, dafür brauchen wir aber offensichtlich... falscher Knopf. Dafür brauchen wir offensichtlich nicht die Wünschelrute. Wie hoch geht's denn noch? Wird mir das irgendwie auf dem Bildschirm angezeigt, dass da was ist? Muss ich das Ding in die Hand nehmen? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Nein, 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 nicht abstürzen, bitte, bitte. Oh. Ich muss sowieso was essen. Alles halb so wild. Ach so, Marmelade. Jupp. Total verpeilt. Frostschutz hält noch 3 Minuten. Also ganz hoch kommen wir hier, glaube ich, nicht, oder? Wow. Okay, wird das Ganze jetzt zum Jump and Run? Guck mal, das ist auch Obsidian, oder? Da drüben ist auch noch ganz viel. Ich glaube, hier müssen wir uns dann so kleine Treppen reinhauen. Warte mal, habt ihr das gesehen? Ey, da, diese Dinger. Ist das die Wünschelrute? Jo, ich glaube schon, oder? Hm. Ich weiß es nicht. Guck mal, hier drüben kommt es jetzt aber schon öfter, ne? Es wird schneller. Steingolem. Muss ich nach dem Silber graben? Erstmal machen wir den hier jetzt platt. Oh oh. Oh boy. Der haut rein. Und der ist nicht so beeindruckt von meiner Waffe. Okay, ja, von Pfeilen ist gar nicht.
Hier scheint irgendwo was zu sein. Vielleicht muss ich gleich mal graben. Okay, cool. Aber da hat es gerade noch mal schneller geblinkt. Okay, renn. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, das will ich lesen. Aber nicht jetzt. Ich muss hier weg. Oh nein, jetzt kommt der Drache auch noch. Schnell. Shit. Was ist das denn? Was liegt da denn rum? Mal kurz wieder alles anziehen. Okay, wir haben aber festgestellt, dass dieser Golem kein Problem mit Pfeilen hat. Und er hat kein Problem mit den Keulen. Auf den hauen wir mal mit der Axt ein. Aber was ist das? Ein Drachenei? Und das? Komm, nehmen wir mit. Oh, du trägst zu viel. Was? Ist das Ding so schwer? Inneren eine Summe vernehmen. Kann nicht teleportiert werden. Ja, aber was ist das? Was schmeißt man dafür weg? Gewicht 2, das ist zu schwer. Ganz einfache Sache, das kann ich nicht mitnehmen, egal was ich wegwerfe. Ah ja. Vollkommen egal. Ja, scheiße. Was ist das hier? Kann ich das ernten? Abbauen, meine ich, irgendwie? Das hier kann ich gar nicht kaputt machen. Hm, okay. Wisst ihr was? Da es sowieso gerade Nacht ist, gehe ich mal kurz nach Hause. Ich baue mir eine neue Spitzhacke, weil ein bisschen Eisen habe ich noch. Und dann kommen wir doch mal hier hoch. Und dann gucken wir, was es mit der Wünschenroute da oben auf sich hat. Genau hier, wo ich gestorben bin, da. Ich glaube, da finden wir was. Na gut, ich roll das Drachenei den Berg runter bis nach Hause und dann sehen wir uns gleich wieder hier oben. Komm mit. So, ich habe das Drachenei abgeliefert und wir sind jetzt wieder in den Bergen. Es ist dunkel und in anderen Gebieten ist es ja immer relativ gefährlich im Dunkeln. Von daher, ich bin echt mal gespannt, was mich hier noch erwartet. Guck mal, da oben ist wieder so ein Drachen. Was habe ich eben benutzt? Die Feuerpfeile oder die anderen? Ja, testen wir einfach mal. Okay, Feuerpfeile sind nicht so effektiv. Obwohl man das denken sollte. Hier im Eisgebiet, ne? Feuer... Ich hätte gedacht, das würde ein bisschen mehr reinhauen. Aber wir nehmen lieber die Eisenpfeile. So, pass mal auf. Die Wünschelroute ist aktiviert. Jetzt müssen wir nur irgendwie wieder da hochkommen. Und da oben ist immer noch unser Kollege. Und wir müssen irgendwie noch rausfinden, was wir mit dem Drachenei machen. Und vor allem, wie man richtig spricht. Das ist noch viel wichtiger. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Kollegen da oben. Guck mal, da ist schon wieder ein Drache. Mit wem kämpft der denn? Oh, mit dem Golem. Nice. Guck mal, doch, jetzt fängt es wieder an auszuschlagen, die Wünschelrute. Also hier oben scheint irgendwo was zu sein. Guck mal, hier dreht sie komplett durch, oder? Okay. Guck mal, hier dreht es voll durch. Auf jeden Fall Obsidian können wir damit abbauen. Jetzt haben wir... Oh, nice. Jetzt... Oh, was haben wir da denn gerade alles gefunden? Ey, mit dem Zeug kann man super viel bauen.
Okay. Oh, Schneesturm. Ich sehe den Drachen nicht. Guck mal, hier dreht es komplett durch. Hier. Da ist irgendwo was. Meine Güte, ey, der Drache. So, erwischt, endlich. Meine Güte, und das ist ja ein richtiger Schneesturm. Komm her, lesen wir mal kurz den Runenstein. Ihr könnt Pause drücken, ne? Wenn ihr es lesen wollt. Okay, der erzählt einem, dieser Stein erzählt einem im Großen und Ganzen was über die Drachen, die hier rumfliegen. Okay, guck mal, hier dreht das Ding vollkommen durch. Guck mal da. Silber. Tatsächlich. Okay, also ist das hier tief im Berg versteckt oder was? Aber wir haben Silber gefunden. Also wenn das so richtig schnell blinkt, dann ist man nah dran. Können wir ja mal gucken. Holen wir uns mal Silber. Silbererz. Das können wir bestimmt gleich in den alten Ofen werfen. Und dann kriegen wir neue Rezepte. Vielleicht eine neue Rüstung oder irgendwie sowas. Boah, da bin ich mal gespannt. Na komm her, ich hole dir jetzt noch mal ein bisschen was. Aber meine Güte, das ist ja schwierig zu finden. Ist das auch Silber? Tatsächlich. Die Steine brauchen wir nicht. Also haben wir zwei neue Materialien. Beziehungsweise... Oh shit. Also wir haben schon ein paar mehr neue Materialien. Wir haben ja auch den Wolfspelz und so weiter. Wo ist der Drache? Sehr gut, erwischt. Also wir haben mehr neue Materialien gefunden, aber ich meine, was Metall angeht. Guck mal, das hier kann man nämlich auch nicht teleportieren. Ich bin mir sicher, das können wir wieder in diesen Hochofen werfen. Und Obsidian, damit können wir auf jeden Fall auch irgendwas bauen. Ich bin echt mal gespannt. Warte mal, ich bin hier gerade auf dem Nachhauseweg. Warum schlägt hier die Wünschelrute aus? Ah, okay. Verstehe. Ja, ja. Pass mal auf, hier sind wir wieder bei diesen Felsen. Ne? Bei dieser Felsformation hier. Guck. Das schlägt hier aus. Ach komm, nervt mal kurz nicht, bitte. Oh, ein Troll. Hallo. Jetzt kann man sie endlich mal im Nahkampf platt machen. Nice. Na, Kollege? Damit hast du nicht gerechnet, oder? Ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Nein, aber was ich sagen wollte. Seht ihr diese Steinformation hier? Das sieht aus wie so ein altes Schiff, oder, ne? Wenn ihr da an den jeweiligen Enden grabt. Ich hoffe... Ja, natürlich reicht's nicht aus. Aber hier ist wahrscheinlich eine Schatztruhe versteckt. Und hier am anderen Ende findet ihr normalerweise ein paar Knochen. Und jetzt verstehe ich auch, warum die Wünschelrute ausschlägt.
Ich zeige euch das gleich. Ich repariere mal kurz mein Zeug. So, das habe ich alles repariert und pass mal auf, jetzt schmeißen wir hier. Kohle haben wir nicht. Überraschung. Ah, hier ist ganz viel Kohle. Kommt mal mit. Warte mal. Ja, ich weiß, ich trage zu viel. Überraschung. Hier schmeißen wir mal kurz die Kohle rein. So, und hier drüben. Silber, bitte. Nice. So, jetzt müssen wir nur noch kurz abwarten. So, guck mal, hier habe ich immer noch von dem Eisenschrott. So, das schmeißen wir da rein. Holz. Nehmen wir 22. Und schmeißen das wieder hier rein. Auf geht's, komm. Sehr schön. Wir haben nochmal Kohle eingesammelt, ne? Ja. Nein, das war Obsidian. Stein. Naja, egal. Ach, warte mal, guck, da ist das erste Silber. Das erste Silber. Wolfsbrustschutz. Okay, neue Rüstung. Drachenhelm. Oh, Draugar Reißzahn. Neuer Bogen. Silberschwert. Okay, geil. Jede Menge neue Rezepte zum Craften. Ey, das freut mich. Naja, gut. Aber passt auf, ich wollte euch noch. Das gucken wir uns auf jeden Fall nächste Folge an. Aber jetzt wollte ich euch noch kurz zeigen, warum die Wünschelrute da ausgeschlagen hat. So, da sind wir wieder. Und wie ihr seht, guck mal, hier dreht das Ding vollkommen durch. Pass mal auf, wenn wir hier weitergraben. Oder? Es sollte hier doch irgendwo sein. Komm her. Da, seht ihr? Da ist eine Truhe. Und da findet er immer so ein Kram. Feuerpfeile nehmen wir gerne mit und Gold natürlich auch. Na, sehr geil. Und wenn wir auf die andere Seite gehen, das ist jetzt zwar kein Schatz oder kein Treasure, aber hier drüben findet ihr oft Knochen. Die braucht man jetzt nicht unbedingt. Und die sind, glaube ich, auch nicht immer da. Aber wenn ihr hier weitergraben würdet, bin ich mir fast sicher, dass hier irgendwie so Totenköpfe rumliegen würden. Da, seht ihr? Skelettüberreste. Und die bringen euch Knochen. So. Und deswegen hat die Wünschelrute hier ausgeschlagen. Aber naja, in dieser Folge haben wir auf jeden Fall ziemlichen Fortschritt gemacht. Wir können schon wieder eine neue Rüstung bauen. Wir können neue Waffen craften. Und den ganzen Kram, ey, das ist richtig, richtig gut. Wir müssen auf jeden Fall wieder ins Gebirge. Wir müssen den Obsi Ich muss den Obsidian farmen. Ich brauche mehr Silber. Und also das Gebirge erkunden wir auf jeden Fall noch zusammen. Diese ganze Farmgeschichte, das mache ich so nebenbei zwischen den Folgen. Aber bis dahin würde ich sagen, ich freue mich, weiter das Gebirge zu erkunden. Wenn ihr mit dabei sein wollt, dann abonniert den Kanal. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann.